Hallo, liebe Fotofreunde. Ja, ich bin jetzt hier schon eine ganze Zeit im Wald unterwegs und eigentlich bin ich auf der Suche nach ein paar schönen Pilzen. Ich wollte heute mal Pilze fotografieren, ein schönes Motiv. Gefunden habe ich schon etliche, aber so richtig gefallen haben die mir alle nicht. Jetzt habe ich hier eine Gruppe gefunden, die sieht ganz gut aus. Und ich werde mal die Technik aufbauen und was am Ende rauskommt, das werdet ihr gleich sehen. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, obwohl die Gruppe der Pilze relativ groß ist, habe ich mich jetzt entschieden, hier mit dem 100mm Makroobjektiv zu fotografieren. Da kann ich dann auch einen gewissen Abstand einhalten. Hab dort eine Lichtstärke von 2,8, sodass der Hintergrund auch relativ unscharf wird. Mal schauen, ob das alles so gelingt, wie ich mir das vorstelle. Also werden wir als erstes mal das Objektiv wechseln. So, nachdem ich das gemacht habe, werde ich jetzt erstmal schauen, was für einen Abstand ich hier einhalten muss. Es kommt gerade die Sonne rum. Ich hoffe, das geht im Video jetzt so einigermaßen und wird nicht überbelichtet. Tja, Freunde, die ganze Sache gestaltet sich gerade nicht ganz so einfach. Ich habe jetzt hier den Abstand eingerichtet und ich fotografiere jetzt doch nicht mit der offenen Blende. Ich bin jetzt hier gegangen auf die Blende 6,3 und habe jetzt hier eine Belichtungszeit von einer Sechstel Sekunde und fotografiere mit zwei Lichtwerten zwei Lichtwerte unterbelichtet. Das ist nicht schlecht. Ich blende euch mal das finale Bild ein. Ja, ich werde jetzt hier nochmal ein Fotostacking machen. Das heißt, ich werde bei dem Auslösen, wenn ich die Kamera auslöse, werde ich langsam am Schärfenring drehen und so ein paar Bilder hintereinander schießen und die Schärfe durch das Drehen am Schärfenring werde ich dann die Schärfe verlagern und das dann per Stacking am Rechner zusammensetzen. Mal sehen, was da am Ende rauskommt. Bin mir noch nicht sicher, aber ja, okay. So sieht das Set jetzt aus. Und da vorne seht ihr, sind die Pilze, diese Pilzgruppe. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob ich hier mit Foto-Stacking noch was hinkriege. Mal schauen. So, das Stacking hat funktioniert. Ich werde jetzt mal mit der Kameralupe, mit der Monitorlupe schauen, wie die Bilder geworden sind. Sieht nicht schlecht aus. Ich werde das gleich nochmal wiederholen. Ja, sieht eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. Nochmal auf dem Vordergrund scharf stellen und dann machen wir das gleiche nochmal. Und schauen uns das Ergebnis nochmal an. Ja doch, das Ergebnis ist vielversprechend. Ja, ich denke mal, viel mehr ist hier nicht rauszuholen. Ich werde jetzt nochmal versuchen, ob ich hier mit der Taschenlampe ein bisschen Licht ins Motiv bringen kann. Mal schauen, ob da noch was passiert. So, ich habe jetzt auf dem Vordergrund nochmal scharf gestellt.
gucke mal, ob ich jetzt hier mit Hilfe von einem Lichtstrahl aus der Taschenlampe noch irgendwas machen kann. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Da muss ich natürlich ein bisschen, ja, da muss ich natürlich sehr, sehr viel abblenden. Das ist aber gar nicht so verkehrt. Ja, weggehen mit dem Licht, das ist zu weit ran. Ja, ich mache hier mal eine Auslösung. Mal gucken. Jetzt habe ich natürlich hier Serienbild drin gehabt. Das muss ich erstmal schnell ändern. Mit 2 Sekunden Verzögerung, also nochmal. So, schauen wir uns das mal auf der Monitorlupe an. Naja, also das hat definitiv nicht den Effekt gebracht, was ich mir erhofft habe. Ich kann euch das mal kurz einblenden, unbearbeitet, aber das gefällt mir überhaupt nicht. Also ich denke mal, an dem Motiv ist hier nichts mehr rauszuholen. Mal schauen, was das Fotostacking noch macht, und ich würde sagen, an dem Motiv beende ich die Geschichte erstmal und werde einpacken. So, ich habe alles eingepackt. Ich hoffe, ich habe nichts liegen lassen. Taschenlampe habe ich alles. Okay. Ja, ich habe jetzt die Fotoaktion hier an dem Motiv beendet. Ich habe hier vorne noch einen Baumstamm gehabt, wo eine ganze Reihe Pilze waren. Vielleicht, ich schaue mir das nochmal an, vielleicht kann man dort noch was machen. Ansonsten, ja, weiß ich jetzt auch an dem Stückchen, wo ich jetzt hier unterwegs bin. Ich bin jetzt auch schon den Weg hier hinter mir ziemlich weit vorhin hochgegangen, und ich habe einfach kein passendes Motiv gefunden. Naja, so ist das manchmal, ne? Manchmal gibt es so Fototage, da geht man wirklich ohne Foto nach Hause. Aber ohne Foto sind wir ja nicht. Wir haben ja eins gemacht. Mal schauen, was dort rauskommt. So schlecht sah es gar nicht aus. Mal gucken. So, jetzt werde ich hier vorne nochmal an diesen Baumstamm gehen und mal gucken, ob ich da vielleicht noch was rausholen kann. So, schaut mal, ich bin jetzt hier angekommen an dem Baumstamm, und der ist wirklich voller Pilze bis unten hin. Aber das Problem ist, dass die sehr, sehr tief sind. Ja, und wenn die Pilze so tief sind, dann habe ich eigentlich keine Chance, mit der Kamera so ein bisschen von unten ranzukommen. Noch dazu habe ich das Stativ, was ich habe, kann ich zwar bodenmäßig einstellen, aber dann ist es immer noch zu hoch. Das sitzt immer noch ungefähr so, ja, gute 20 cm über dem Boden. Ich bräuchte hier als Stativ den Bodensack, den habe ich aber leider nicht mit. Und ich glaube, ich werde das lassen, denn die Pilze von oben hier zu fotografieren, das macht nicht viel Sinn. Also, nee, gefällt mir nicht. Und so ein Einzelstehen dort da hinten, das ist nicht, nee. Also, das gefällt mir nicht. Ich werde mal noch ein bisschen schauen auf der anderen Seite vom Weg. Vielleicht ist da noch was zu finden. Und ansonsten war das halt eine kurze Fotoaktion, und es war ja nicht umsonst. Wir haben ja Bilder gemacht. Ja, es hat sich dann wohl doch gelohnt, dass ich mal noch ein Stückchen gelaufen bin. Ich habe jetzt hier noch eine kleine Gruppe von Pilzen gefunden. Und ich habe gerade mal mit dem Apparat im Live-View geguckt, von der Bildeinstellung her, ob sich das lohnen würde. Und ich denke mal, hier werde ich die Kamera nochmal aufbauen. Also eine kleine Vierergruppe, und ich zeige euch das gleich mal. Hier haben wir jetzt die Vierergruppe von den Pilzen. Und ich denke, wenn ich hier so mit der Kamera ziemlich weit runter gehe, dass ich hier so einen Schnitt mache, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also ich werde die Technik nochmal aufbauen, und das Bild werde ich nochmal machen. Ja, es ist jetzt hier vom Licht her nichts Spektakuläres, aber ich denke mal, dass ich hier eine schöne Bildkomposition rausbekomme, und ich werde mir das gleich mal anschauen im Live-View, was man hier machen kann. Und das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus.
Mal kurz die Schärfe suchen. Ja, doch, das gefällt mir wirklich gut. Ich gehe hier mal noch ein kleines bisschen höher. Ja, das sieht wirklich gut aus. Nicht schlecht. Ich muss ja mal so ein bisschen die Schärfe suchen. Die legen wir hier auf die Kappen da. Oh, das sieht sehr gut aus. Wunderbar, so ein bisschen im Vordergrund legen. Von der Blende her wäre ich hier wieder auf eine, ja, ich denke mal auf eine 6.3 gehen. Mal die Belichtung einstellen. Und dann mache ich hier mal ein Foto. Natürlich wieder mit 2 Sekunden Verzögerung. So, und das schaue ich mir jetzt mal an mit der Lupe. Oh, das gefällt mir sehr gut. Das sieht wirklich gut aus. Also hier brauche ich nicht mal ein Fotostacking machen. Das ist wirklich gut. Ich werde mal noch ein kleines bisschen mit der Belichtung runtergehen. Also etwas unterbelichten. Heller machen kann ich es am Rechner immer noch, aber das sieht wirklich gut aus. Ich zeige euch das mal. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so richtig sieht hier auf dem Monitor von der Kamera. Aber das gefällt mir sehr gut, ja. So, dann machen wir mal noch eine Auslösung. Ja, fantastisch. Also ich werde jetzt mal versuchen, ob ich hier mit meiner Flächenleuchte, ich habe ja hier so eine Flächenleuchte, so eine kleine, und da kann ich verschiedene Temperaturen, Lichttemperaturen einstellen. Und da muss ich jetzt mal schauen, also das lassen wir mal und machen das mal so ein bisschen ein warmes Licht. Na, wird das jetzt wärmer oder kälter? Und dann schauen wir mal, ob das vielleicht noch eine Auswirkung aufs Bild hat. Ich muss jetzt hier mal noch die Stärke auf 100% setzen. Und das bringt schon was. Ja, da muss ich jetzt hier gleich nochmal die Monitorlupe ansetzen und das sieht nicht schlecht aus. Also ich setze das Licht jetzt hier mal auf. Ja, ich mache das mal sehr warm, mal sehen, wie das aussieht. Oh, das sieht sehr schön aus. Das kann ich so. Ich setze das mal jetzt auf 4000 Kelvin. So, leicht. Oh, das sieht wirklich gut aus. Ja, das ist gut. Nochmal schnell die Schärfe nehmen mit der Lupe. Ja, die kann ich so lassen. Das ist gut, die kann ich so lassen. So, dann werden wir hier mal schön etwas von oben anleuchten. Und machen hier mal, ich nehme mal so von der anderen Seite. Ne, ist gut so. Ja, von der Seite ist es gut, ja, okay. So, werde ich das jetzt mal reinbringen. So, dann mache ich gleich nochmal, weil ich hier mit dem Arm ein bisschen runtergekommen bin. Wunderbar, das schaue ich mir gleich mal mit der Lupe an, aber ich glaube, das hat sich gelohnt, hier nochmal aufzubauen. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Es könnte sogar noch ein bisschen, aber nö, das ist okay. Das sieht nicht schlecht aus. Ich muss mal gucken, ob ich das Licht noch etwas anders ansetzen kann.
Vielleicht mehr von vorn. Ich habe ja noch so ein bisschen Schatten drin. Vielleicht mehr von unten anleuchten. Ja, das sieht auch nicht schlecht aus. Da machen wir noch mal ein Bild. Das sieht auch nicht schlecht aus. Gleich nochmal kontrollieren. Ja, das sieht auch gut aus. Also wunderbar, ich denke, das hat sich gelohnt. Super. Tja, ihr Lieben, gut, dass ich hier die Kamera nochmal aufgebaut habe. Das hat sich wirklich gelohnt. Auch der Einsatz jetzt gerade mit der kleinen Flächenleuchte hier. Einwandfrei, hätte ich gar nicht gedacht. Mache ich so oft nicht. Aber da man hier die Kelvinzahl, also die Farbtemperatur einstellen kann, ist das natürlich eine feine Sache. Ja, mal schauen, was rauskommt. Ich werde jetzt die kleine Fototour beenden. Werde alles zusammenpacken und nach Hause fahren. Die Bilder auf den Rechner ziehen und dann gucken wir mal, was am Ende rausgekommen ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben.